Willkommen hier bei Takeshis Castle in der Runde 1. Mobs mit dem Kleid. Guten Morgen, liebe Leute. Ich verlasse jetzt einmal den Wohnwagen und will vorne zum Infoschalter, weil da haben wir WLAN und da kann ich dann das Video hochladen. So, ich schließe einmal ab, vorsichtshalber. Das muss man bestimmt gar nicht, aber ja, Sicherheit geht vor, ne? Das muss ich ja nicht abschließen. So, jetzt brauche ich noch einmal Schlappen. Also es ist wieder ein wunderschönes Wetter. Die Sonne scheint. Es ist schon gut heiß. Illo ist mit dem Kleinen jetzt zum Spielplatz. Weil der Kleine wollte unbedingt eine Runde dorthin. So, jetzt nehme ich mir hier den tollen Roller. So. Und dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich zeige euch gleich mal die Stelle. Ups, mit einer Hand fahren ist ein bisschen schwer. Ups, bis gleich. Also schönes sagen wir nochmal guten Morgen. Der Illo wollte auch mal Hallo sagen. Jawohl. Ja, ich mache jetzt hier den Spielplatzwärter. Der Kleine ist schon oben auf dem Gerüst. Hier ist die Hälfte noch von Sonne, von Schatten bedeckt. Und ja, ganz angenehm. Was würdest du schätzen, wie viel Grad wir es haben? Ja, ich habe mich der Sonne noch nicht ganz so ausgesetzt. Aber 30 Grad. Ich würde sagen, über 30 Grad. Es ist schon echt heiß. Ja, ja, auf jeden Fall. Im Schatten lässt sich es gerade hier gut aushalten. Bin ich auch schon da. Mit dem City-Roller habe ich gerade mal 2 Minuten gebraucht. Ich kann jedem nur empfehlen, sich so ein Ding zuzulegen. Ich habe das eigentlich dafür geholt, dass wenn der Kleine Laufrad fährt, dass ich hinterherkommen kann. Und da werde ich mich jetzt auch hinsetzen und ein bisschen arbeiten. Sieht doch ganz gemütlich aus, oder? Aber die schattigen Plätze sind alles schon weg. Naja. Mops ist immer noch am Arbeiten. Jetzt stehen wir hier gerade am Automaten. Warte, gib mal her. Gib mal her. So. Einmal drehen. Das ist mein Ball. Ja, geh mal gucken, was da drin ist. Wie? Ja, guck mal da rein. Mach mal auf. Einer ist runtergefallen. Ja, super. Wir gehen heute hier ins Schwimmbad. Der Illo ist voll bepackt. Der Kleine trägt seine Wasserweste und ich trage gar nichts. Ah, hier ist so ein Souvenirshop. Da auch. Wir haben jetzt 1300 Forint bezahlt, weil wir ja Gäste von dem Campingplatz sind. Ansonsten ist das, meine ich, teurer. Ja, hier muss ich nachher mal durchstöbern. Ich mag ja sowas. Wow, gut voll. Das sieht ja schön aus. So, wir suchen uns jetzt erstmal auch ein schattiges Plätzchen. Und wir hätten gerne eine Stelle, wo es auch einen Spielplatz gibt für den Kleinen, dass wenn wir nicht im Wasser sind, dass er auf seine Kosten kommt. Oh, nee, Mama, nee. Was ist denn los? Was hast du da wieder reingepackt? Was ist? Hier, Mian tragen. Oh ja. Mians Trinken ist ein bisschen ausgelaufen. Aber es ist ja nur Wasser, ne, Illo? Nur Wasser, ja. Ich dachte nur, wer weiß, ob du da irgendwie Saft drin hast. Nee. Mal bei der Rutsche gucken, nicht, dass die Geld kostet, die Rutsche. Nee, ne? Ach, Illo. Ja, muss ich hinter zweimal gehen. Ja, klar. Wir zahlen den Eintritt und müssen für die Rutsche nochmal extra bezahlen. Ja, ich glaube, dieses Spieleparadies da draußen kostet nochmal extra Geld. Sicher? Guck mal, wie cool das hier ist. Da sind Basketballkörbe im Wasser. Da hinten sind 2 Tore. Da und da. Da ist auch ein Tor. Für so Handball, schätze ich mal. Da hinten sind so kleine Rutschen, sehe ich gerade noch. Für so kleine Kinder, schätze ich mal. Und Illo läuft schon vor. Der ist da. Ich freue mich jetzt schon mega aufs Wasser, weil es ist richtig heiß. Und man kann hier echt gar nicht viel machen. Man muss immer wieder Pausen machen und ich muss sagen, wir sind beide echt noch platt. Wir haben ja echt jetzt eine riesen Reise hinter uns. Erst nach der Türkei, dann nachts den Rückflug mit der Rückfahrt nach Hause,
Dann zu Hause alles im Akkord gewaschen. Dann schon wieder alles neu gepackt. Alles auf schnell, schnell, schnell. Gar nicht mal ausgeruht. Dann sind wir bis nach Ungarn gefahren. Das hat auch so 20 Stunden gedauert mit Pausen. Und wir haben halt wirklich eigentlich die Nacht sind wir durchgefahren. Bis auf das wir einmal, glaube ich, eine halbe Stunde mal irgendwie uns hingestellt haben. Aber ansonsten haben wir uns immer abgewechselt. Ja, dann waren wir da ja bei unseren Bekannten. Da wollte man sich ja dann auch nicht großartig ausruhen. Man hatte ja so dieses Gefühl, man muss für die ja auch präsent sein. Und man kann da jetzt nicht hinkommen und sagen, so, wir sind jetzt platt und wir ruhen uns hier nur aus. Ja, und dann ist es auch schon wieder hier hingegangen. Und jetzt merken wir einfach mal, der Akku ist leer. Wir haben jetzt halt auch die Tage deswegen ein bisschen ruhiger gemacht. Ja, und uns graut schon echt vor der Rückfahrt, weil wir jetzt wissen, was auf uns zukommt. Also 20 Stunden dürfen wir uns wieder da ins Auto setzen. Und das ist echt nicht ohne. Es sieht hier wirklich mega schön aus. Oh, heiß, heiß, heiß. Der Boden ist mega heiß. Aua, ich muss auf die Wiese. Der Kleine ist einfach nur wahnsinnig. Der rennt schon vor. Elo muss jetzt hinterher. Der ist nicht zu stoppen. Der war noch nie auf sowas drauf. Der kennt irgendwie keine Angst. Auf der großen Rutsche. Über die Aussicht. Hi, mein Schatz! Ja, nochmal können wir nicht hoch. Nochmal können wir nicht hoch. Die sagte schon da oben, ich soll bitte die Treppen wieder runtergehen. Ich sag, ach so. Ja, ich hätte kein Armband. Ja, ich sag, ja toll, jetzt bin ich hier oben. Ich sag, kann ich da einmal kurz runterrutschen? Ich muss doch eh runter. Ja, also wie ich es mir schon gedacht hatte, man muss zur Kasse, muss nochmal Geld hinlegen. Ach. Und dann kann man rutschen. Und das pro Kopf, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich ja doof. Aha. Weil wir haben Eintritt bezahlt. Also, wofür zahle ich denn hier Eintritt? Dafür, dass ich dann nur in den normalen Wasser hier baden kann? Ja, das ist Ding da vorne wird auch Geld kosten. Das ist ja dasselbe Wasser wie 200 Meter weiter, wo wir unseren Steg haben. Das ist ja krass. Okay. Mian? Wie fandest du es? Ja, lecker. War gut? Ja. Hat Spaß gemacht, futschen? Ja. Jetzt willst du da drauf, ne? Zieh mir das Trikot an. Muss alles schön fest sitzen, ne? Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob der Kleine hier seine Weste behalten darf. Willkommen hier bei Takeshis Castle in der Runde 1. Mops mit dem Kleinen. Das ist ganz schön wackelig. Ja, hüpf mal. Ersten hat er gut überwunden. Kommt Mops da durch. Ja, es klemmt hinten am Rücken, aber es geht. Ach, gar nicht. Okay, echt nicht. Aber ich glaube, man kann da drüber gehen. Wir müssen sagen, der Mian wollte hier selber drauf. Komm, da werden sie schon überholt über rechts. Oh, der erste ist abgestiegen. Der hat schon den ersten Parcours nicht geschafft. Der rettet sich bis zum nächsten. Ja, dann mal Ahoi. Komm, du kannst so runterfallen. Es kann nichts passieren. Wow, ich hab's geschafft! Super! So, der Kleine kriegt wieder Nachschlag. Endlich drunter herkrabbeln. Im Slalom. Parkourlauf. Das sieht ja gut aus.
Na, Tiger, drunter her, zählt nicht, jetzt mal drüber, weg. Na klar. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Der sieht gleich das nächste und sagt, oh nee. Aufzuziehen. Ja, ich gehe da lang. Na, komm mal rüber jetzt, komm. Ich komme nicht weiter. Ich habe den Hindernis. Dann komm mal ran hier. Ah, das ist doch was. Im Slalom holt sie ihn dir. Der Kleine nimmt hier ganz schön einfach die Abkürzung. Gar kein Problem. Ich weiß nicht, was sie jetzt vorhat. Sie sagte nur irgendwie, ich kann das auch machen. Ja, mach mal. Was machst du denn jetzt? Was war das denn? Oh, der war echt grottenschlecht, ey. Hier im Krabbelgang. Das war sein erster Gang, das kennt er. Er ist sehr, sehr sicher. Ja. Ja, mach. Mach doch. Oh, weil das war ja, ey, das ist ja meine große Oma, hätte sowas genauso gemacht, glaube ich. Ja, das ist ein lockeres Spiel hier, ne? Papa ist der Papa. Oh, komm. Konzentration. Jawohl, ich hab's geschafft. Oh, cool. Ich glaube, ich sollte mich mal wirklich bei Takeshis Castle anmelden, sofern es so eine Serie noch gibt oder irgendwas. Weil ich bin nicht einmal ins Wasser gefallen. Das ist wohl ein verborgenes Talent von mir. Und jetzt darf ich einmal hier oben hüpfen. Geil. Oh, geil. Wow, geht das hoch. So Leute, ich hoffe, ihr versteht mich. Ich brüll hier schon rein. Heute ist hier Party. Das sind aber ungewohnte Bilder, oder? Aber schön, dass Leute so unbeschwert feiern können. Mit Live-Musik. Ja, der Kleine kennt das ja schon aus der Türkei. Das ist gar nicht weit entfernt von unserem Wohnwagen, aber er hat ja keine Probleme zum Glück einzuschlafen. Aber es ist schon echt mega laut.